Hey meine erotischen Chayas, wir machen direkt mal weiter bei Minecraft und wir hoffen, dass wir diese schöne, in Klammern schöne Farm, mal zu Ende kriegen. Die Frage ist jetzt nur, warum hier wieder tausende von Tiere drin sind. Ja, tausende. Es sind wirklich tausende, auch wenn es nur aussieht wie drei, es sind tausende. Also ich habe da schon nachgezählt, ne? Da kann man mir nichts nachsagen. Okay, es wird dunkel. Hier sind aber ganz schön viele Tiere, verdammte Scheiße. Hey, Schafes, ich stehe doch auf euch so. Ja, ich stehe auf eure schöne Wolle. Okay. Genug Scheiße für mich selbst gelabert. Das reicht jetzt irgendwo. Oh, das ist ein Ei. Meins. Was machen wir jetzt, meine lieben Chayas? Wir könnten noch ein bisschen Sand sammeln. Wo sind Monster in der Nähe, bitte? Huh? Monster. Ah. Bitch. Aha. Der trifft mich immer, egal was ich mache, ne? Bitch, aua. Okay, eben hat er mich getroffen. 1-0 für ihn. Yeah. Oh yeah. Komm, das reicht jetzt aber, oder? Oder ist da noch irgendwas? Wir müssen auf jeden Fall unbedingt mal hier dieses Haus einrichten. Das ist ja einfach nur noch Messi-Bude hier. Wir pennen hier im Flur, also komm, Freunde, das geht ja gar nicht. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, hier die Bude einzurichten. Hier wird auf jeden Fall eine schöne Couch kommen. Oh yeah. Was könnte man hier machen? Nix, okay. Wir pennen dann oben auf dem Dach, genau. So machen wir es. Und wir haben gerade mal so viel Holz dabei. Dann kann man ja mal ein bisschen geschickt sein und ein bisschen Kreativität beweisen. Creative. So, das ist jetzt alles nicht so einfach, wegen den scheiß Unebenheiten. Komm schon, Kollege. Ja, das ist jetzt alles eine Geduldsfrage, aber ihr habt ja Geduld mit mir, das weiß ich ja genau. Da kann man euch echt nichts sagen, ihr habt eine böse Geduld. Komm schon, und zack, und zack. Volle Minecraft-Action hier. Man baut und baut und baut. Aber okay, zugegeben, bauen ist nicht so gerade das Spannendste. Aber ich finde es super, wenn man eine schöne Gegend hat. Wenn man dann so rumläuft und sowas, man guckt sich das so an. Das sieht einfach nur, ja, geil aus einfach. Es hat nichts Langweiliges oder was weiß ich, so. Das hat er nur so gebaut, ne? Die Frage ist, was will man sonst den ganzen Tag in Minecraft machen, ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Kronk als Beispiel nimmt, wie viele Folgen hatten der? 980 jetzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. 990, keine Ahnung. Und ja, der baut halt weniger, aber wenn er mal baut, dann baut er extremst. Das ist halt auch wirklich interessant. Ja, gerne mal so überlegt, was macht ein Kronk eigentlich die ganze Zeit in seiner Minecraft-Welt? Ich glaube, der läuft eher so 90% einfach nur rum und labert. Das ist natürlich auch eine Methode, ne? Hat auch Unterhaltungswert. Aber ich bin halt eher so der Bauer. Ich kann bauen besser als labern irgendwie. Zumindest in Minecraft. Oh yeah. Ey, dass das immer verschwindet, ist doch auch behindert gemacht, ne? Deswegen mache ich immer genau Viererhöhe, weil das passt einfach am besten. Hier haben wir jetzt Fünferhöhe, glaube ich. Ja. Das ist natürlich halt jetzt scheiße, was das Bauen der Bretter hier betrifft, aber naja. Ja, toll. Freue mich mal wieder mit meiner Geschicktheit hier, ne? Ich hab das richtig drauf. Dann müssen wir oben noch alles ausleuchten. Leitern habe ich die zufälligerweise dabei. Oh, die habe ich sogar dabei. Na, Freunde, jetzt geht's aber ab hier, ne? Warte mal, da komme ich gar nicht hoch. Oh, wartet. Das muss ich benutzen hier. Was machen wir denn da jetzt? Wir könnten. Ja, scheiß drauf, wir nehmen einfach den Stein. So sieht's halt ein bisschen, ja, nennen wir es kreative, keine Ahnung. Uns bleibt ja leider keine andere Möglichkeit, das ist jetzt das Problem. Aber gut, so schlimm ist es gar nicht, wir können es sogar noch hier ein bisschen verbreitern, eventuell. Wisst ihr was, das machen wir auch, genau. Wir machen es erstmal auf einer Seite, damit wir nur wissen, wie schön es halt am Ende aussieht. So. Dass das hier so zu dekoriert ist im Endeffekt. Sieht doch nicht immer schlecht aus eigentlich. Das möchte ich dann nochmal weg haben. Ich möchte es erstmal auf einer Seite machen. Das ist doch mal creative hier. Also Ideen haben wir ja. Da kann man uns echt nichts nachweisen. Und Stein her. Jetzt müssen wir noch gucken, ob das hier auch harmoniert. Ja, das harmoniert einigermaßen. Also es ist jetzt nicht so
störend, würde ich jetzt fast schon mal behaupten. Könnten wir jetzt hier so hochgehen. Zack, 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 zack. Gut, von hier aus können wir sogar besser den Holzboden machen. Seht ihr mal, das habe ich vorher gar nicht bedacht. Aber auf so Ideen kommt mir erst hinterher, ne? Guck mal, geht auch schon viel schneller hier. Ja. Vor allem ist es natürlich der clevere Weg, wenn man sich zubaut, dass man nicht mehr runterkommt. So. Ja, dann gehen wir doch mal hier drauf jetzt. Setzen hier vor allem ein paar Fackeln hin. Sonst ist hier gleich Rambazamba bei den Monstern hier. Und das wollen wir ja am allerwenigsten. Obwohl. Eine EP-Farm mitten im Haus ist ja auch witzig. Oh mein Gott. Stellst du einmal so einen Pickel hin, das ist doch auch scheiße hier. Gut. Bald haben wir das schon mal fertig. Da können wir auf jeden Fall schon mal sehr stolz auf uns sein. Wir haben wieder was zu Ende gebracht. So, ich mach's jetzt einfach so, ist jetzt egal. War jetzt ein bisschen Holzverschwendung, aber so knapp haben wir es jetzt auch nicht an Holz, dass wir sagen können, wir müssen es. Oh, scheiße hier, das ist jetzt. Können wir uns nicht leisten hier. Wir müssen da noch ein bisschen zurückstecken. Wir müssen unsere Holzbretter zweimal umdrehen, bevor wir sie hinlegen. Das nehmen wir noch ab. Logischerweise habe ich zu wenig dabei. Das ist wieder so richtig vorteilhaft. Naja. Da gehört noch ein Holzbrett dran und noch eine. Wobei, können wir da eigentlich. Könnte man doch theoretisch gesehen machen, oder? Stört doch keinen. Warum nicht? Sieht nicht mal so schlecht aus, würde ich jetzt mal behaupten. Dann machen wir hier irgendwie so ein schönes Häusli hin. Also, ja, Häusli haben wir ja schon. Bin ich doof. Ich meine natürlich ein schönes Schlafzimmer oder sowas. Das ist, dass wir nicht immer im Flur pennen müssen. Das ist das Harry Potter-like. Das gefällt mir gar nicht hier. Zwar gefällt mir Harry Potter, aber nicht, dass wir da so pennen müssen wie der. Das ist ja Verhältnisse hier, wie im Hartz-IV-Leben hier. Das geht ja nicht, Kinder, hier. Das können wir niemandem antun. Dann machen wir hier so eine schöne Sitzecke. Oh. Das hat was, Freunde. Das hat was. Das hat einfach was. Das hat einen Hauch von was weiß ich was, aber es hat was. Ja, hier haben wir auch eine schöne Aussicht, so auf jeden Fall. Hier muss natürlich noch die Erde weggeklatscht werden. Oh, darauf freut ihr euch bestimmt schon alle. Was war da gerade? War da nicht gerade irgendwas? Bin ich bescheuert oder so? Boah, Arschlecken. Und ja, ich muss immer noch mein Texture-Pack machen. Verdammter Mist, ich vergesse das immer wieder, ne? Egal. Egal, hier ist ja nicht so wichtig hier. Das kann man ja immer noch machen. Hier. Gucken wir mal. Ah, Keller müssen wir auch noch machen. Uhu. Wir müssten eigentlich noch viel zu viel machen. Das, keine Ahnung. Nehmen wir mal ein paar Steine. Steine. Haben wir die ganzen Steine? Haben wir ja alle schon so verbraucht, oder was? Ich will jetzt echt sagen, wir haben keine Steine mehr. Alter. Das war jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist ja assi hier. Das ist ja nicht mehr normal. Naja. So. Den machen wir jetzt mal Holz. So, warte mal. Ah, nee, warte mal. Ich brauche ja eine Tür, natürlich. Gehen wir mal hier hin. Machen jetzt hier mal so. Zack. Zack, 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 zack. Ein oder zwei Türen brauchen wir, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. So, Treppe kommt weg. Zack. Gut, wir gehen mal zur Bücherei und machen die mal wenigstens noch einigermaßen zu Ende. Ach, da vorne müssten wir noch Gutstein drin haben, ne? Eine Arschkarte. Scheiße haben wir. Oh. Egal, wir müssen einfach überall mal den Boden glätten. Ihr seht, da können wir auch noch mal ein bisschen Stein bei rausholen. Zwar jetzt nicht so viel, aber immerhin etwas. Den anderen Stein habe ich dabei. Gut. Zack, zack. Ah, das läuft doch hier, das läuft. Alles okay. Müssen wir jetzt noch diese Slab-Dinger da rein, wo auch immer die heißen, die Scheißteile. So. Du gehst bitte weg. Du gehst bitte weg. Wir müssen halt jetzt wirklich nur aufpassen auf diese Scheiß-Golems. Wenn die uns hier alles weghauen, oh, dann heul ich. Gut. Hier haben wir noch ein paar Holzi. Schaufel. Die wir danach auch gleich mal reparieren könnten, oder? Ja, okay. Hält ja noch ein bisschen aus, Mensch. Wir müssen aber auf jeden Fall noch ein paar Bücher machen. Bücherregale, so rum. Und dann sieht es doch ganz schnittig aus hier. Was mich ein bisschen stört, ist ja, dass dieses Ding hier nicht symmetrisch ist im Raum.
Ob das Nachteil hat, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall nicht optisch schön, ne? Wieder hier wieder viel zu wenig Holz, verdammter Mist. Zumindest viel zu wenig mitgenommen, in den Truhen haben wir ja noch genug eigentlich. So. Ach, guck mal hier, Perfektion, Freunde, Perfektion. Anderes, her damit. Ja, mal die Eisenspitzhacke hier, die kann man ja auch irgendwann mal verwenden. So, jetzt kommen wir hier zu dem wunderschönen Holz. Zack, zack. Zack, zack. Ja, wobei, wir könnten eigentlich auch Fenster einbauen. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Also lass mir die Fenster weg. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Ach so, stimmt, das lassen wir ja weg. Alles klar, jetzt bin ich doch nicht mehr verwirrt. Alles ist okay. Alles ist okay. Vierer muss es hoch, kann es sein? Okay, dann machen wir jetzt mal so. Katzi, Mauzi, Mauzi. Mauzi, 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 Mauzi. So. Ja, Mauzi, Mauzi. Und so. Und natürlich so. Soll ja einigermaßen schön aussehen, ne? Das ist halt mein Vorhaben und es soll halt alles im ähnlichen Baustil haben. Von daher müssen wir halt so eine Bruchbude hier hinstellen. Okay, hier muss eindeutig noch ein bisschen die Erde weg. Das habe ich natürlich vergessen. Kann ja mal dem Besten passieren, Mensch. Sei doch halt nochmal nachsichtig hier. Boah, die Musik ist ganz schön laut, ne? Hier, voll ab geht's hier. Müdigkeit kann ja dann nicht mehr aufkreuzen. Sag mal, warum wird's so schnell dunkel? Das geht ja hier jetzt im Minutentakt, oder täusche ich mich? Oder liegt es daran, weil man am Bauen ist und auf einmal, zack, alles dunkel hier. Schlagartig wird einem das Licht ausgeschaltet. Reichen die Steine, die wir dabei haben? Na. Könnte, könnte, muss aber nicht. So. Jetzt halt nochmal gucken, was wir noch für ein Dach dahin machen. Eventuell wieder so ein Lehmdach. Das wäre dann halt wieder cheated, ich weiß nicht. Oder bei so einem kleinen Dach, wobei. Ja, wobei, es dauert auch wieder Jahre, bis man das mal hingekriegt hat. Das ist auch nicht die feine englische Art. Oh, noch zwei fette Steine. Bam, fast fertig. Jetzt müssen wir erstmal wieder an den ganzen Gesindel hier vorbei, an dem ganzen Gesocks. Aber es sieht nicht so richtig aus wie so eine Bücherei oder sowas mäßig, oder? Naja. Wir verhungern gerade, merke ich. Scheiße hier. Da habe ich auch wieder nicht aufgepasst. Ja, da haben wir hier noch ein bisschen. Machen wir es so. Muss dann natürlich noch ein bisschen ordentlicher machen, ist klar. Das verstehen wir ja alle, ne? Das wisst ihr ja auch. Scheiße, ich sollte lieber rennen. Alter, diese ganzen Löcher hier im Boden, ne? Ist ja schon fast Messi-Zustand hier. Ich gehe lieber hinten rum. Könnte gesünder werden. Vielleicht. Javis, Bitches. Da liegt ein Ei. Und Rehkitze. Süß. Bambi. Vogel. Für all die Leute, die es verstehen, ne? So, Freunde, wir gehen jetzt mal schlafen. Und was machen wir morgen? Wir haben jetzt die Bücherei ein bisschen besser gemacht. Uns geht das Stein aus. Wir haben also kaum Stein. Ja, wir sollten Steine farmen. Aber wie farmt man Steine, ne, in einem Let's Play? Das ist jetzt halt auch wieder so bescheiden. Ich kann ja nicht wieder mit euch stundenlang in eine Höhle gehen. Eisenblock, will ich nicht. Tja, ne? Tja, ja, ja. Oh, wir haben ja noch Sand einstecken. Den Sand sollten wir natürlich mal hier reinpacken. Das ist ja jetzt selbstverständlich hier. So. So. Oh, ja, nice. 57 Glas haben wir wieder. Das reicht zwar für nichts und wieder nichts, aber es ist wenigstens Glas, ne? Das muss man jetzt mal von der positiven Seite sehen. Deswegen mache ich das erstmal rein. Dicker, fetter Slime. Um den kümmern wir uns, komm. Für die Schleimbälle halt wenigstens. Solange hier keine Creeper sind, ist ja okay. Hat gerade ein Skelett auf mich geschossen. Da. Uhuhu. Was für einen verschissenen Schatten versteckst du dich bitte? Sag mal. Schummler, Junge.
Okay, wenn ich jetzt da hinten hingehe, dann kriegt der mich. Das ist jetzt auch nicht so das Feine, ne? Wir können auch mal ein bisschen den Berg hier wegmachen. Das wäre doch auch eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, ob ihr da überhaupt noch einigermaßen Lust drauf habt, aber es soll ja gut aussehen, ich meine. Guckt euch mal diesen Scheißhaufen hier an, das geht ja gar nicht. Dementsprechend müssen wir halt da jetzt ein bisschen handeln, ne, Freunde? Erschreck mich, du Bastard. Okay, eigentlich ist das ja nicht mehr so viel, wenn man mal ganz genau hinguckt. Ja, Korax, alles klar, Korax, geht's. Ich steh dir bei, Korax. Ja, Korax ist okay, Korax, oh. Das ist übrigens mein Vogel Korax, falls ihr das noch nicht wisst, ne, das ist halt mein Liebling hier. Der Einzige, mit dem ich reden kann. Nach euch natürlich. Das macht auch noch alles weg. Ah, das heißt alles, das geht ja ziemlich schnell hier. Dann können wir die Schaufel auch bald mal wieder reparieren. Wird irgendwann mal wieder nötig, ne? Wir müssen halt dann auch wieder ein bisschen graben, also aufschütten so rum. Machen wir hauptsächlich erstmal bis hier hinweg. Ich habe ja irgendwie schon wieder ein Slime gehört. Ich höre hier nur Slime hier, was ist hier los? Sind wir hier irgendwie im Sumpfgebiet oder was ist hier los? Zumindest dachte ich, dass die nur im Sumpfgebiet spawnen, aber irgendwie... Bei uns spawnen die überall. Da ist er, ich hab dich gesehen. Ja, das war's, ne? Das ist schon hier der legendäre Kampf gegen den Slime gewesen. So, wir fangen mal an, auch ein bisschen aufzuschütten. Ich komme schon wieder auf 17 Minuten, ist okay, also 18 Minuten fast, meine ich. Ist okay, ist jetzt nicht so schlimm. So. Ja, du bist jetzt unten eingesperrt, du dummes Schwein. Au, Alter, was ist los mit dir? Ich meine, so nicht extra, Mann, du kannst auch wieder rauskommen. Gut, jetzt ist eh egal. Psst, verrat mich nicht, Korax. Korax, Nein, Korax, das ist ein Geheimnis. Okay, irgendwie geht die Erde schneller weg, als ich gucken kann. Nein, Korax, reicht, das ist alles ein Geheimnis, Korax. Ist die ja lost and sechst die Dima Machida Trut. Komm ich auf, jetzt in so eine Scheiße zu labern. Korax leitet mich dazu. Ich möchte das alles gar nicht, aber er leitet mich. Er sagt immer, ich soll reden, ich soll hier dies machen, ich soll das bauen, ich soll Erde aufschütten. Also, wenn ihr keinen Bock darauf habt, ne, bedankt euch bei Korax. Das ist... Ja, mein Gehirn lässt sich halt durch eine Taube, beziehungsweise durch einen Raben steuern. Das ist ganz leicht für die. Gut, das Aufschütten, das ging ja auch schon fast fertig hier. Geil. Ich liebe ja schöne Welten, ne? Nur gibt's zu wenige schöne Welten, ehrlich gesagt. Die so schön durchgeplant sind und so. Mit viel Mühen. Die meisten sagen halt, oh, in dem Let's Play, da kannst du doch nicht so viel rumgraben. Ist doch scheiße, Mann. Dann, was tust du denn an? Das ist doch voll blöd. Aber im Endeffekt, was willst du denn sonst machen in Minecraft? Da muss halt eine schöne Gegend her und dementsprechend muss hier auch gegraben werden. Also da bin ich auch gar nicht rassistisch in der Hinsicht, ne? Gegen Erde oder sowas jetzt. Das ist halt jetzt einfach nur Fakt. Da müssen wir alle durch, jeder einzelne von uns. Aber ist ja egal, Freunde, lasst uns einfach in der nächsten Folge ein bisschen weiter rumgraben. Tschüss!